Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Die Loot Crate ist da. Es hat wieder sehr lange gedauert. Woran lag's? Wieder mal am Zoll. Neuerdings steht diese Box hier, diese kleine süße Box, auf der schwarzen Liste beim Zoll. Das heißt, sie wird häufiger rausgezogen. Jetzt ist die Information, die hier drauf steht, aber nicht ausreichend. Das heißt, das kann dann nicht zugestellt werden, sondern es muss abgeholt werden im Zollamt. Beachtet das bitte, wenn ihr da ein Abo von habt, dass ihr eventuell zum Zoll müsst, um sie wieder abzuholen. Manchmal klappt das so, dass man die dann gratis wieder mitkriegt. Manchmal klappt das so, dass man die gar nicht gratis wieder mitkriegt. Es kommt halt ganz drauf an, wenn ihr nur eine Einzelbox hattet und so einen 10% Rabattgutschein, dann geht sie so durch. Ansonsten dürfte der Preis drüber liegen und ihr müsst ungefähr 5,20 Euro zahlen oder so. Das ist schade, weil es knapp drüber liegt. Mein Zöllner sagte auch, Mensch, hast nicht eine Rechnung, die ein bisschen niedriger ist? Nee, natürlich nicht. Der sagte dann, ja gut, dann müssen wir das halt machen. Ansonsten hätte er mich ohne ziehen lassen. Das ist aber leider so. Die Zöllner sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die wollen alles ganz genau wissen, alles ganz genau sehen. Und es geht sogar so weit, dass der Han Solo aus der letzten oder vorletzten, ich glaube aus der letzten Loot Crate, das ist schon so spät mit der, dass ich gar nicht mal weiß, welche die davor war, dass der teilweise vernichtet wurde, weil da irgendwelche Informationen nicht richtig drauf waren. Da müsst ihr darauf achten, müsst ihr aufpassen. Ja, und teilweise wurden die Boxen nicht so ohne weiteres rausgegeben, wenn keine vollständige Rechnung vorlag. Der Ausdruck von der Kreditkarte hat einigen nicht gereicht. Meinem Typen heute, ja, das lieber Zollbeamter, danke, du bist ein cooler Macker, dem hat das sogar gereicht, dass ich einfach nur den Ausdruck hatte, von wegen monatlich zahlt man 28 Dollar. Ja, da kann man Glück haben oder auch Pech. Es gibt ganz scharfe Hunde, die sind dann ein bisschen gefährlicher. Meiner und meine Leute hier sind relativ nett und freundlich drauf. Da kann ich sehr glücklich sein und das bin ich auch. Er hat sie auch nicht geöffnet. Normalerweise machen die das Ding immer auf. Er hat gefragt, was ist drin? T-Shirt? Jo, alles klar, passt schon. Ist so. Was war das denn? Kratzt ein bisschen im Hals. Seltsam. Wir haben Sachen in der Box. Das Thema dieser Box war Invasion. Wollen wir mal sehen, was wir hier Invasion haben. Ne? Ihr habt das gerade schon gesehen. Es gibt einen lustigen Facehugger. Der ist so lustig. Guck mal, aus Plüsch. Der ist echt angenehm weich. Ne? Sieht super aus, wenn man dann das Schild mal wegmacht. Hier so, ne? Sieht super aus. Ne? Bisschen fallisch das Ganze, aber naja, gut. So, ne? Was ist an dem Exclusive? Weil hier steht irgendwas von wegen Loot Crate Exclusive. Die Augen. Es gibt den auch zu kaufen bei Kid Robot. Da sind die Augen dann aber so ein bisschen böse. Und der guckt jetzt eher freundlich. Das ist der liebe Facehugger von nebenan. Passend zu dem Derp Alien vom letzten Mal. Ich weiß auch schon, Leute, die Box ist 4 Wochen zu spät. Natürlich weiß ich schon, was drin ist. Schaut mal. Ein Gummiband. Fragt ihr euch, was hat dieses Gummiband da drin zu suchen? Haha, das ist nämlich das zweite, was das hier so exklusiv macht, das Ding. Das glaubt ihr mir jetzt nicht. Ich nehme mal die Brille ab. Clark Kent ist Superman, wisst ihr Bescheid, ne? Und das glaubt ihr mir jetzt nicht. Man muss nämlich dieses Gummiband jetzt nehmen, sich das über den Kopf stülpen und dann kann man... Das ist so hohl. Dafür ist das echt drin, das ist kein Witz. Ne? Dann kann man nämlich den Facehugger sich so aufs Gesicht machen und ist dann... sozusagen gefacehackt. Ja. Ich mache das Review jetzt aber nicht komplett so. Da habt ihr euch geschnitten. Ich setze auch die Brille wieder auf. Und schon ist Clark Kent wieder da. Bisschen zerzaust sehe ich aus jetzt. Nein, also wir haben einen Facehugger, der sehr lieb guckt und dazu passend ein Gummiband zum, ne? Da könnt ihr dann Marmelade mit einwecken, wenn ihr wollt, wenn ihr noch wisst, wie das geht. Wobei das da wahrscheinlich nicht für geeignet ist. Da fehlt die Lasche zum draufziehen. Ein Gummiband. Sicher toll. Ja. Was haben wir hier noch drin? Oh, was ist das? Das ist interessant. Ihr kennt die Pins. Ne? Hier ist mal der letzte Pin aus der letzten Loot Crate. Ne? Wenn ihr mal schaut. Der sah schon ein bisschen anders aus als gewohnt, weil er in golden war. Also gülden, gülden. Das ist man sonst nicht so gewohnt. Jetzt haben sie sie noch weiter verändert. Und zwar ist der jetzt in einer Plastiktüte und es ist tatsächlich kein Ansteckbutton mehr, sondern ein wirklicher Pin. Und wenn ihr mal guckt, was da drauf ist,
ne, passend zum Thema Invasion. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ist dann so ein Roboter mit einem kleinen Alien oben drin, das da irgendwas kaputt macht. Was macht das denn kaputt? Ach, es hat einen Loot Crate in der Hand und macht hier. Ne? Finde ich sehr interessant. Also das ist eine coole Änderung. Finde ich gut. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch mehr. Wir haben hier Batterien. Ja, das ist jetzt neu. In Lootboxen müssen Batterien drin liegen. Das sind hier drei Stück. Ganz kleine, süße, niedliche Batterien. Und wofür sind die? Hier ist nämlich noch ein Flashlight drin. Nein, ihr Ferkel. Hallo Bildschirmschoner. Ihr seid Ferkel. Ich meine doch kein Flashlight in dem Sinne, ne? Sondern ein Flashlight. Eine Taschenlampe. Leute, ich bitte euch. Was ihr wieder denkt, ne? Erst hier den, ne, Phallus-Symbol, ne? Wie hängt er? Und dann hier noch ein Flashlight mit reinpacken. Das ist schon ein bisschen... Nein, nein, hört auf so zu denken. Das ist nicht so gemeint. Ganz sicher nicht. Wir öffnen das. Und wenn ihr Actionfiguren sammelt und so weiter, ne, dann wisst ihr, dass diese Verpackungen der Tod sind. So, Stunden später hat er die Batterien dann auch endlich mal eingesetzt. Und wir haben eine VX-Files. Ich zeige sie euch mal aus der Nähe. Ja, und jetzt kann ich auch endlich wie Mulder und Scully mit meinem Flashlight durch die... Alter! Wo ist meine Pistole? Ich habe keine. Ich nehme einfach den Facehugger. Komm, geht auch. Ja, dann kann ich hier so... Ja, blendet's euch schon? Hm? Alter, die ist hell wie Hulle. Krass. Verrückt. Da kann ich sogar meine... Das ist ja geil. Finde ich gut. Wir haben noch mehr. Wir haben Space Invaders. Schaut mal hier. Ja, könnt das nicht gut sehen, weil er wieder alles reflektiert. Ich pack den mal aus. Boah, Box geht leicht auf. Bin ich gleich gewohnt. Wir haben einen Vinyl. Ja, das ist sozusagen... Fasst sich gar nicht an wie Vinyl. Seltsam. Einen von Taito Corporation. Official licensed. Und ich habe auch eine relativ schicke Farbe gekriegt. Den gibt es nämlich in mehreren Farben, wie ich weiß. Ne? Einen Space Invader aus Vinyl. Finde ich cool. Ne? Jetzt machen wir nochmal die Lampe an und überstrahlen ihn total. Ah gut, okay. Funktioniert nicht gut. Da wäre wahrscheinlich der Lila eine besser gewesen. Das hat dann toll ausgesehen auf der Kamera. Egal. Egal. Wir ziehen das nächste Ding hier raus. Das ist nämlich das hier. Oh, wie vom Schlag. Invasion of the Mini Prints. Oh, dann sind wir mal gespannt, was da drin ist. Es ist nichts explodiert. Oh, falsch rum. Sehr schön. Wir haben Prints. Und zwar, schaut mal. War of the Worlds. Ja, das ist nicht der mit Tom Cruise. Die schöne Neuverfilmung von Steven Spielberg, sondern das ist der Klassiker noch. War of the Worlds. Das Ganze ist mal konzipiert worden damals als Radiohörspiel. Und das wurde, als das damals das erste Mal ausgestrahlt wurde, von den Leuten, die es gehört haben, die haben das gar nicht realisiert, dass das ein Hörspiel ist, sozusagen, und haben das für bare Münze gehalten und sind total durchgedreht. Ne? Von wegen außerirdischen Greifen und so weiter. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, nichtsdestotrotz, da gab es dann irgendwann einen Film zu, der war jetzt nicht so überragend gut, also nach heutigem Standard ist das nichts, aber der Film war trotzdem für mich als Filmfan interessant. Und dazu halt dieses klassische, wirklich wunderschöne Poster. Es gab noch einen zweiten Film, auch der wurde inzwischen remaked. Es gab ein paar mehr Filme, aber ne, einen zweiten Film, den wir hier als Print mit dabei haben, so meine ich das. Ne? Hier haben wir The Day the Earth Stood Still. Ihr kennt den Film vielleicht mit... Wie hieß er denn? Jetzt komme ich nicht mal mehr drauf. Keanu Reeves. So hieß der. War relativ belanglos, der Film, weil er war ja langweilig eigentlich. Nicht besonders gut. Der Originalfilm dazu ist eigentlich nicht so schlecht. Ist aber auch wieder was für Fans, weil das halt natürlich dann in Schwarz-Weiß ist und so. Aber falls ihr die Worte schon kennt, Klaatu Barata Nektu, dann wisst ihr warum. Weil... Die kommen aus diesem Film.
Viele glauben, das kommt aus Armee der Finsternis, ist aber ein Witz. In Armee der Finsternis werden diese Worte auch verwendet, aber in Wirklichkeit sind das die Worte, die den Roboter Klaatu, denn so heißt der Roboter, dazu bringen, sich zu bewegen. Jawohl, so ist das nämlich. Und nicht anders. Wir haben hier noch mehr drin. Oh, die Box ist so voll diesmal. Ne? Auch wenn die so winzig klein war, die ist wirklich bis oben hin voll. Das finde ich witzig. Ich lasse den aber eingeschweißt. Ich zeige ihn euch aber trotzdem. Multipass. Multipass. Lilo Dallas. Multipass. Ihr wisst Bescheid, was das ist, ja? Hier steht sogar oben drauf. Winner. Ne? Wir haben einen Multipass. Das fünfte Element. Das hier ist ein an sich richtig gutes Teil, weil das ist nämlich eine Replika. Das ist kein Spielzeug, auch wenn das relativ billiges Plastik ist. Es ist eine Replika aus dem Film. Und das sagt schon mal was aus. Ne? Die Dinger sind normalerweise relativ teuer. Auch das ein Exclusive von Loot Crate von Floschen Paradise. Nie gehört die Firma. QM. Ah, gut, von denen habe ich schon mal was gehört. Quantum Mechanics. Die machen nämlich sowas ganz gerne mal. Cooles Ding. Multipass, Lilo Dallas. Müssen wir wieder angucken, den Film eigentlich, ne? Was ich witzig finde, ist, guckt euch den nochmal genau an hier. Warte mal schauen. Ne? Hier unten die Kreditkarten, wie die alle heißen und so. Das ist irgendwie ganz spannend, ne? Lustig. So, wir haben noch mehr. Wir haben das Lootbook und wir haben ein T-Shirt. Denn Loot Crate hat versprochen, dieses Jahr in jede Box ein T-Shirt zu packen. Und hier ist das aktuelle. Das Motiv auf diesem T-Shirt, oh, ist das so weich, weiches T-Shirt, das Motiv auf diesem T-Shirt, das weiß ich schon, das ist ein Gewinnermotiv, und zwar hat Loot Crate vor Monden dazu aufgerufen, ein Motiv zu diesem Thema zu machen, und das ist das Gewinnermotiv. Es ist ein Akte X T-Shirt, soweit weiß ich schon. Es ist sogar lizenziert, wie es aussieht, exklusiv für Loot Crate DX Files. Steht auf jeden Fall drin. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und ich entfalte es mal und werde es euch zeigen in seiner vollen Pracht. Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Das ist der Hammer. Ich glaube nicht, dass das ein Glow in the Dark T-Shirt ist, aber cool wäre es natürlich. Schaut euch das mal an. Cooles Shirt, oder? Alter Vater. Sehr geil. Hammer cooles Design. Echt. Ich finde es super. Diese Box ist geil. Keine Frage. Ich bin von nahezu allen Dingen, die hier drin sind, sehr begeistert. Die Prints sind sehr cool. Werde ich mir wahrscheinlich an die Wand klatschen. Das T-Shirt finde ich super. Ich mag Movie Props, auch wenn ich die wahrscheinlich nicht unbedingt behalten werde. Ich finde es aber eine tolle Sache. Ich finde sowas immer cool. Ja, gerade wenn man dann auf Conventions unterwegs ist, kann sowas für den einen oder anderen doch ein richtig geiles Item sein. Oder man hängt sich das irgendwie an die Wand, weil es halt doch was Cooles ist. Cooler wäre auch noch die Box gewesen mit der kurzen Zigarette. Ihr erinnert euch vielleicht an das fünfte Element. Aber Multipass, super geil. Kultszene im Film, kennt jeder. Den Vinyl Space Invader finde ich auch relativ lustig, ehrlich gesagt. Der gefällt mir ganz gut. Sowas mag ich auch mal ganz gern. Dann haben wir hier diesen Plüsch-Facehugger, der ja eine sehr niedliche Idee mit sich bringt. Und ne, mit dem Gummiband hier, ne, das Highlight der Box eindeutig. Ne, und wir haben ne, den tollen neuen Pin, ne, kann ich auch noch mal kurz zeigen, den tollen neuen Pin. Und die mega hell leuchtende Taschenlampe, ne, die Flashlight. Ich spreche das falsch aus, oder? Gucken wir noch mal kurz ins Lookbuch. Ja, wie immer. Gibt es da schon irgendwas? Eine Information, wie es nächsten Monat weitergeht, weiß ich nicht. Nein. Irgendwie nicht. Egal. Wir sind durch. Wir haben die Box geschafft. Ich kann euch jetzt noch das Box-Artwork zeigen. Das ist hier wieder so ein Space Invader-Automat. Das interessiert ja keinen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Denkt an die Leute auf der Endcard. Denkt an Kommentare. Hat euch das gefallen? Was sagt ihr zu dieser ganzen Zoll-Situation? Ist das erträglich oder ist das eine Katastrophe? Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ansonsten Abo dalassen und den Daumen nach oben nicht vergessen. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.